Willkommen zum heutigen Video, und zwar ist es Montag und wie gesagt, habe ich auch gestern schon versprochen, dass ich diese Woche jeden Tag ein neues Video rausbringen werde, und zwar von Montag bis Sonntag. Und zwar werde ich die zwei Challenges aufsplitten auf die erste Challenge auf Samstag und die zweite Challenge auf Sonntag. Und von Montag bis Freitag werden jetzt jeden Tag so ungefähr um 16 Uhr, könnt ihr dann vorbeischauen, ein neues Video kommen. Und ja, heute geht es ja sozusagen, wie es auch schon im Titel steht, um Ungespielt vs. Mediakraft. Und ja, es haben bestimmt viele Leute von euch gehört, dass Ungespielt oder auch Ungefilmt Mediakraft jetzt verlassen und einen neuen Kanal gegründet habt. Und zwar hat er jetzt den neuen Kanal Unge. Und da hat er jetzt schon knapp 500.000 Abonnenten bekommen. Also krass, wie viele Leute wirklich hinter ihm hinterstehen. Und ich natürlich auch, weil ich supporte ihn da nur. Und wie viele Leute ich auch gesehen haben, wie viele Mediakraft so hart beleidigt haben. Es gab Mediakraft hat keine Kraft mehr, Mediakack, ihr Hurensöhne, alles mögliche war dabei in Kommentaren. Unter Simons Video habe ich auch sehr viele durchgelesen, und Alter, unter jeder Plattform, unter jedem Video von irgendeinem bekannten YouTuber, sei es Broken Thumbs oder LeFloid, der auch jetzt ausgetreten ist aus Mediakraft, oder andere, Tuddle, Dena, Adi, Ultimate Cave, überall steht nur Hashtag Freiheit. Und krass, wie viele Leute das wirklich so ernst nehmen mit Mediakraft. Und natürlich möchte auch ich so ein bisschen mein Käse dazu geben. Und zwar, ja, was halte ich denn eigentlich nur davon, von Mediakraft? Und zwar schwanke ich ja jetzt auch, zu einem Netzwerk hinzugehen. Natürlich nicht zu Mediakraft. Aber dazu muss ich auch sagen, dass man schießt ja sozusagen, wenn man in ein Netzwerk reingeht, schießt man Verträge ab. Und das heißt, da werden alle Bedingungen dir aufgeschrieben, die du erfüllen musst, damit der Vertrag gültig ist. Und ich denke mal, dass Ungespielt das ja auch so erklärt hat oder Ungefilmt, dass Mediakraft Zugriff, also sozusagen wirklich Videos löschen darf von seinem Kanal und das Kanalpasswort weiß. Das heißt, er hat darunter wirklich unterschrieben, unter dieser Bedingung, dass Mediakraft über seinen Kanal sozusagen auch mitbestimmen darf, was draufkommt und was nicht. Und ja, damit liegt sozusagen nicht nur halb die Schuld bei Mediakraft, sondern auch halb bei Simon. Denn entweder hat er den Vertrag nicht richtig durchgelesen, was ich aber nicht glaube, sondern es ist wirklich auch halb seine Schuld, dass er jetzt nicht ausgetreten ist so früh und nicht gemerkt hat, ja komm, irgendwie gefällt mir das hier nicht und ich mache das Video erst jetzt. Es ist natürlich eine schwere Entscheidung bei so vielen Klicks. Er hat ja erzählt, er hat auf Ungespielt hat er monatlich 22,5 Millionen Klicks oder Aufrufe, das muss man sich mal vorstellen, so viele in einem Monat. Das ist ja natürlich richtig viel Geld, und dann auf Ungespielt macht er ja auch knapp 10 Millionen Klicks, das heißt ungefähr hat er knapp über 30 Millionen Klicks in einem Monat. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das sein muss. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Geld das ist, aber das muss viel Geld sein, weil er sich ja so viel leisten kann. Er hat einen richtig großen Samsung-TV, der wie viele tausende Euro kostet, ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro habe ich mal nachgeguckt, wie viel so ein Samsung-Fernseher kostet. Dann sein ganzer Gaming-PC, seine ganzen Tastaturen und Mäuse werden ja eben gesponsert von Rocket, genauso wie ich die Rocket sehr, sehr mag, die Produkte, aber leider werde ich von denen nicht gesponsert. Wäre natürlich richtig, richtig geil. Da könnte ich auch deutlich mehr Verlosung machen. Also wenn Zuschauer oder so von Rocket oder Mitarbeiter von Rocket mal dieses Video sehen sollte, kann ich bei euch irgendwie bewerben, dass ihr mich sponsert oder so, oder muss ich bei euch auch ein Praktikum machen wie Simon und dass ihr mich danach sponsert, dass ich für euch dann auch sozusagen so ein bisschen Werbung mache und keine Ahnung, mehr Gewinnspiele machen kann. Ich bekomme neue Produkte, meine Zuschauer, meine Community würde mehr Produkte bekommen, ich würde mehr Auslosungen bekommen. Ja, es hat natürlich, die ganze Welt hat jetzt nur noch mit Werbung zu tun, das ist natürlich auch mies für mich. Aber an jeder Ecke, wo man sich auch hinstellt, sieht man dauernd nur Werbung. Ungespielt macht auch dauernd nur Werbung. Zum Beispiel in seinem Impressum muss ja drinstehen, dass er in dem Mediakraft-Netzwerk ist. Und dadurch bekommt er auch das ganze Geld. Wenn es da nicht stehen würde, würde er keinen einzigen Cent bekommen, weil das offiziell stehen muss, dass er bei Mediakraft Netzwerk drin ist. Und ich schwank jetzt auch so ein bisschen mit den Gedanken, ob ich jetzt in ein Netzwerk reintreten soll. Wir sind ja jetzt fast 100.000 Abonnenten. Wir sind jetzt schon fast 100 Abonnenten und ich habe doch schon mehr Klicks im Monat als manche andere in diesem
sozusagen Abschnitt oder in dieser Spur bis 100 Abonnenten. Und ja, also die Zahl kann sich wirklich sehen lassen. Und ja, mal gucken. Ich habe jetzt mit ein paar Freunden darüber so gesprochen, ob die jetzt neu in YouTube einsteigen, ob die jetzt auch ein freundliches, familientaugliches oder irgendwie sehr YouTuber-nahes Netzwerk gefunden haben. Und wir haben eins gefunden. Auf unserer Liste steht XMG, also EXMGE, XMG-Netzwerk. Das hört sich ganz gut an. Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt bewerben werden oder nicht. Und ja, um wieder nochmal zurück auf Ungespielte und Mediakraft zurückzukommen. Ich kann den Konflikt jetzt wirklich verstehen, aber dass man den Konflikt jetzt wirklich gerichtlich regeln muss, verstehe ich überhaupt gar nicht. Natürlich sind jetzt zwei so große Leute von Mediakraft gegangen, die Leute Ungespielt. Die haben wirklich so viel Geld für Mediakraft reingebracht, dass sie wirklich die zwei natürlich auch behalten wollen, aber die sind ja beide jetzt offiziell rausgegangen. Und damit spielen sie sozusagen Mediakraft ihr ganzes Gewinneinkommen um 10%. Also ich denke mal, es werden so ungefähr 10-15% sein, wie viel Geld sie für dieses Netzwerk einbringen, weil so viele Klicks macht nun wirklich keiner. Und andere Leute, wie ich gehört habe, Dena, Adi und Tadl zum Beispiel, sind ja auch in diesem Netzwerk. Auch LP mit Kev zum Beispiel. Ich habe letztens seinen Stream geguckt und er meinte, also bei ihm wäre alles Geilomatico. Das Netzwerk und er wären in guter Atmosphäre oder sowas, wir hätten ein gutes Klima zusammen, er macht sein Ding mit denen und wäre zufrieden. Bei Dena und Tan und Adi bin ich mir nicht so sicher, die haben ja ihr Statement glaube ich noch nicht abgegeben. Und ja, was hält ihr von der Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare, also meine Meinung ist wirklich, die sollen einfach nur auf friedlichen Wege lösen, nicht auf dem gerichtlichen Wege, und ich finde es einfach nur unnötig, was der Mediakraft macht. Und ja, Krachten kann natürlich auch nichts für, er ist nur ein Mitarbeiter. Ich würde den jetzt nicht wirklich zu Tode haten, aber richtig schönes, saftiges Statement von Ungespielt hat sich natürlich schon gebracht. Und ja, da muss ich wohl Mediakraft wirklich jetzt erstmal ausdenken. Ich glaube auch irgendwo in den Nachrichten oder in irgendeiner Zeitung habe ich ja gelesen, dass Mediakraft jetzt aufhören will. Jetzt kassieren natürlich das dicke Geld und ja, machen Schluss. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Auf jeden Fall steige ich vielleicht im nächsten Jahr, also 2015, vielleicht in ein Netzwerk ein. Wenn es XMG sein sollte, werde ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Tagen. Ich werde jetzt morgen ein Video raushauen, Mittwoch ein Video, Donnerstag, Freitag. Und für Samstag und Sonntag haben wir gestern schon mit Julian aufgenommen, die Challenges. Also freut euch, schaltet von Montag bis Freitag jetzt jeden Tag um 16 Uhr vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare, was ihr davon hält, was gerade so umgeht. Und, ach ja, genau, bevor ich es noch schnell vergesse, es wurde jetzt ein neuer Hashtag von mir und einem Kumpel gestartet. Und zwar, der Hashtag heißt Hashtag Independence Day. Auf Twitter könnt ihr den natürlich immer reinschreiben, immer was posten. Ich werde mit meinem Kumpel das mal immer so nachgucken. Wenn ich danach verraten darf, es ist Apfelsoße und wir sind gerade so ein bisschen Bros geworden und machen auch in nächster Zukunft wieder was zusammen. Und ja, also freut euch drauf, schreibt auf jeden Fall irgendwas auf Twitter, was ihr dazu hält, oder in meine Kommentare mit dem Hashtag Independence Day oder Hashtag Freiheit, was ihr halt haben wollt. Und euch sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, mit geiler Mucke wieder am Start und ciao!